I should leave the house and start looking for the last horseman. So, Kirche. Kennen wir eigentlich schon. Haus von Richard Jackson. I see this one sentence written all over the. Ja, das kennen wir auch schon. Schule. She helped me with a part of the Latin phrase. Keys und Ius, which translates who are his? Ja, das mit diesen Missing Translations. Ich feiere das irgendwie trotzdem ein bisschen. So. Unseren Anzug. Obwohl, komm, wir ziehen mal das hier an. Wir ziehen mal was Neues an. Können wir ja nicht immer im Anzug rumlaufen. So, aber wer könnte der Mörder sein? Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich die komplette Stadt einmal absuchen. Oder Dorf oder was auch immer das hier ist. Ging es hier zum Karussell? Ja. Ich finde das, ich feiere das eigentlich immer noch hier, wie die alle auf dem Karussell sitzen, da tot. So, dann 1, 2, 3, 4, 5. Also 4, 5 Plätze haben wir noch. Wenn wir den einen Reiter da haben, also dann wären noch 4 übrig. Oder können wir den ganzen Park hier, Freizeitpark, mit Leichen füllen? Was? Vermutlich ist das nicht der beste Zeitpunkt, das auszuprobieren. Ach so. Ja, gut. Müssen wir, glaube ich, nachts mal machen. Aber ich war ja diese Idee da. Einfach auf ein Karussell setzen. Was tropfst du mir den Boden voll? Der Prediger der Stadt. Er hat seine Armeen gegen mich versammelt. Ein idealer Kandidat für das rote Pferd. Krieg. Ich habe das Schwert in seine Hand gelegt, wie es die Prophezeiung verlangte. Und es hat geklappt. Er ist tatsächlich der rote Reiter. In Taschen der Leichen finden sich oft nützliche Dinge. Ich sollte darin noch einmal nachsehen. Nachsehen? Oh, noch eine Münze. Er hier? Die Leiche des Bürgermeisters. Okay, Bürgermeister haben wir schon. Der hat da Pfeile in seinem Rücken stecken. Er hier? Das schwarze Pferd trägt die Waage der Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit soll das Schicksal ihrer Art besiegeln. Er war einer der Okkultisten von Winterhill. Sie haben sicher nicht damit gerechnet, dass sie ihre eigenen Rituale ins Verderben stürzen würden. Ich frage mich. Nachsehen. Sie haben alle eine Münze. Kann es sein, dass vielleicht sogar die ganze Ortschaft hier ein Kult ist? Wo ist Jack hin? Neuer Rabe. Okay, Jack schaut auch nicht nach der Post. So, gucken wir mal. MacGuffins Haus. Freeman. Ich gehe noch mal zu den Freemans. Oder vielleicht einfach einmal jeden besuchen. Gucken, was dann rauskommt.
ist zumindest heute schon der erste Mord gewesen, ja? Ich würde mich freuen, wenn wir ein paar Mo Missing translations. Seems like these, there's some mail. Ich habe einen an ihn adressierten Brief gefunden, der brisante Informationen. Ich sollte ihn Jack zeigen. Einige sehr merkwürdige Briefe aus dem Briefkasten der Freemans. Ich sollte sie zu Jack bringen. Gibt's eine neue Milch? Na, ich mach das mal zu, der Ton nervt. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Warte mal, hier. Ich brauche etwas, um sie zu öffnen. Das hier? Nee. Das hier? Auch nicht. Habe ich irgendwas anderes? Die Münze des vierten Reiters, wie es scheint, waren ihre Schicksale vorher bestimmt. Noch eine seltsame Münze, die ich in der Tasche des Predigers gefunden habe. Und eine seltsame Münze. Ich frage mich, was für einen Zweck sie hat. Sieht nicht so aus, als könnte man damit etwas kaufen. Ja, bestimmt doch. Ich würde das gerne aufmachen. Wir wissen, was da drunter ist. Hallo, ist jemand hier? Oder oben? Er schon wieder hier. Am Tippen. Die Freemans einzufangen wird keine leichte Aufgabe. Sie sind eine seltsame Familie und ihr Haus wird ziemlich verstört. Ihr Briefkasten sieht eigenartig aus. Allerdings haben sie draußen einen Pool. Immerhin etwas. Mr. Freeman arbeitet gerne im Obergeschoss. Diese Jungs glauben, dass sie mich herumschubsen können. Ich werde es ihnen noch zeigen, aber nicht heute. Jetzt sollte ich erstmal sehen, was für Geheimnisse dieses Haus beherbergt. Ich habe einige komische, sorgfältig zugenagelte Holzdielen gefunden. Ich kann sie nicht mal mit meinen Kräften rausziehen. Ich brauche etwas Handfesteres. Ich glaube, er wird der Nächste. I'm not scared. Kann ich ihm was geben? Die Handtasche? Death Kid. Irgendwas? You're full of crap. Hier, nimm die Milch. I'm not scared. Ich gehe mal weiter ins, in Richtung nächstes Haus und schau mal, was wir da finden. Das wäre... Die beiden wurden hier auf jeden Fall vertauscht. Das hier ist eigentlich der Wasserturm und hier die Tankstelle. Warte mal, kann ich da jetzt eigentlich weiter? Kann ich da drin jetzt was machen? It hasn't been too long since I last visited one of these. Not much to do. Also, ja, das kennen wir schon. Irgendwas werde ich hier wohl machen können. Oben waren wir ja schon. Das da ist die einzige Tür in diesem Gebiet. Thank you.
Wo ist die Lehrerin? Keine Lehrerin. Warte mal, ist sie. Da oben waren wir. Will ich jetzt nochmal auch hin? Haus der Williams, Haus des Bürgermeisters, Haus Dr. Greens Haus, Haus von Richter Jackson. Die Hütte. Wir waren zu selten bei der Hütte, beim Versteck. Baumhaus will ich nochmal hin. Zur fehlenden Übersetzung. Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch hin. Ich will mal gucken, was da gibt's. Wir haben bis jetzt nur den Anhaltspunkt, dass der vierte Reiter ein Mörder sein muss. Gabriel ist es auf jeden Fall nicht. Glaube ich. Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich immer noch rein. Okay. Das ist eine Waage. Dieses Büro gehört Richter Jonathan Jackson. Ich glaube, dass die Beschreibung auf ihn passt, aber er ist noch nicht hier. Er wird auch nicht mehr hierher kommen, aber okay. Können wir auch nicht rein. Komm, ich will da. Dann nicht. Okay, wenn wir jetzt eh bei der Polizei sind, können wir einmal zu Jack gehen. Warte mal. You see these girls? These girls have all disappeared in the last 6 months. Yeah, so? And you know what else these girls have in common? What? All these girls were last reported headed this way. Okay, so you're thinking they might have stopped here. That's exactly what I'm thinking. We've been overlooking these because of the Wagner situation, but there's definitely something going on here. What about this last one? Paula Lambert. Yeah, I don't know. There was a lady at the motel, but she didn't really match the description. Hey, did we get a picture from the state troopers yet? No, not yet. What's with those guys? How do they expect us to find anyone if they can't send one goddamn picture of the woman? Sometimes things take a minute or two. They are starting to suspect that some women are disappearing here, maybe just staying for the night. Ich hab hier was. What's this? What is it? What the? Shit. Where did you get this? It's addressed to Gary Freeman. Ah, hell. He's got three kids of his own. This doesn't look too good. Chances are there's more where this came from. Yeah, I think we need to take a look at the house. You don't think this is enough? Nah, he can just deny everything, and the boy opened the letter. That's mail fraud and will most likely be dismissed as an evidence. At the very least, they can contest all of this actually being there for him. Go ahead and search the house. I'm fairly certain you'll find more. He won't be able to deny it then. Just don't make any accusations before we are absolutely certain. Yes, sir. I've shown Jack the letter and he took it very seriously. They decided to be discreet about it until we have some solid evidence.
We are looking for some evidence for child pornography. Was? Simple teen magazines are not quite enough to convict. Was macht der? What then, huh? Da fehlen mir die Worte gerade, wirklich. All right, just follow my lead, son. Ma'am? Detective MacGuffin, this is a surprise. Yeah, seems Lucius here might have lost his keys somewhere. Have you seen him? No, I haven't. You think he might have lost them here? You're welcome to look around if you like. Thank you, ma'am. We'll do that. I'm sure it won't take long and we'll be out of your hair. It's no bother at all. Make yourself at home. The boys are upstairs. Gary's writing and the kids are playing. I was just making some lunch. Should I set up plates for the two of you? That won't be necessary, ma'am. Thanks for your hospitality. Okay, ganz klar, der Typ muss sterben. Für Kinderpornografie? Alter. Okay, now's our chance. Look for any hidden compartments or strange floorboards. Ja, ich weiß, wo, komm mit. Hier. Jack, hier hin. Hier, Jack, ich brauch... Oh. Oh my, it's looked like Gary was hiding a ton of children. Well, here we go. Just as I suspected. I better call Kimball to help you detain him. You have the right to remain silent. Anything you say or do can and will be used against you in a court of law. What are you doing? He's just a writer. He hasn't done anything. Listen, ma'am, you should call your lawyer. There's a chance your sons also need counseling. The images we found indicate that there's been some molestation going on. It's looking like a long sentence for him. What are you talking about? We have reason to suspect that your husband is involved with some child pornography. What? Pornography? No, no, no. That's a lie. Can you believe this? Right. I know. I think I had this shithead as my neighbor for all these years. I invited you to my barbecue, and I let my son play at your house, you worthless piece of shit. Capital punishment is the only fitting punishment I can think of. Yeah. It's a real shame they don't execute for this. A real shame. Running, but not to help. 80%. I found a secret stash of child. This was enough to take him in. He is now sitting in a cell in a very delicate state of mind. Kann ich ihm noch irgendwas antun? Hängt er sich jetzt bitte? Ja. Das Geräusch.
So. Gail hat sich das Leben genommen. Ziemlich lustig. Niemand hat etwas bemerkt. Sie werden ihn früh genug finden. Ich sollte nicht anwesend sein, wenn sie es tun. Okay. Das war ein optionaler Mord, also gehe ich mal von aus. Es gibt noch genug andere, die wir beseitigen wollen. Beim Motel zum Beispiel. Den einen da. So, wir brauchen noch ein Herz. Ich finde, das mit der Kamera hätten wir ein bisschen anders machen können oder so. Dass man zumindest vielleicht selber irgendwie die Kamera noch ein bisschen rotieren könnte. So, nochmal ein Sturzflug. Moment. Wir sind nur an der Tankstelle. Ah, Mist. Obwohl, gehen wir hier mal rein. Vielleicht gibt es hier auch noch wieder was. Irgendwas müssen wir hier doch finden. Ich finde hier nichts. Das ist echt enttäuschend. Kann es sein, dass er hier wohnt? Aber wo schläft er? Auf der Couch? Hier ist gar kein Schlafzimmer. Hier ist ein Wohnzimmer mit Küche. Hier hat er eine Garage. Oder ist das einfach nur so eine Art Pausenraum, wo man hier auch noch ein bisschen fernsehen kann? Denn ich glaube, der wohnt hier sogar zum Teil. Dann aber pennt er wahrscheinlich auf der Couch. Und auf so einer Couch zu pennen, das wäre mir, glaube ich, zu ungemütlich. Na, wenigstens haben wir jetzt ein Brecheisen. War der eigentlich schon vorher da, das Brecheisen? Ich habe den nur nicht gesehen oder war zu doof dafür? Okay, später an diesem Abend. Ach so, ich dachte, da kommt jetzt eine richtige, Szene so zum Angucken.
Ich höre Stimmen. Wieso komm ich hier nicht weiter? Okay, hier können wir jetzt rein. Gemälde als seltsamer Artefakt, Missing Translation. There is something particular about the ice. Können wir da durchgucken oder wie? Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Hier durch das Loch schauen. Okay. Ich hatte jetzt was Unangenehmes erwartet. Und nicht, dass die ihr Geld zählt oder so. Jack hat mir geschrieben, dass er auf der Arbeit sein wird, um herauszufinden, wo wir einen Mörder finden. They are starting to suspect that some women are disappearing here, maybe just staying for the night. She is still here. I wonder what that money is about. She is probably running from something. There's some noise coming from the main house of the motel. I should take a peek. Wo geht's zum Haupthaus des Motels? Oh! Da gibt's ja noch ein Gebäude. Okay. No, Mom. I will not do it. She has done nothing wrong. That's a lie, and you know it. She's done plenty of wrong. But why, Mom? Why does she have to die? Can't we let her go just this once? You know what happens when you let one go. They will come and take me away from you. Is that what you want? No, Mom. Then you know what to do. Oh nein, er wird unser... Nein. Nicht er. Das macht ihn aber nicht zu einem Mörder. Ich muss ihm folgen und rausfinden, was er treibt. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Oh nein, ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht als meinen vierten. Ich möchte nicht ihn als meinen vierten Reiter haben. Bin ich jetzt gar nicht froh drüber. Warum ist das Eisfach jetzt offen? Er steht jetzt vor ihrem Zimmer, glaube ich. Kann das sein? Sie ist wieder unter der Dusche.
Ich habe Angst, was gleich kommen wird. Er geht da einfach rein. Warte, man kann... Ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gefühl gerade. Wir müssen wahrscheinlich hier durchgucken, oder? Wir müssen Beweis sehen, dass er ein Mörder ist. Ich möchte ihn nicht als meinen vierten Reiter haben. Nicht ihn. I won't do it, Mom. If you want it done, then you'll have to do it yourself. Fine. I'll do it. Lass mir raten, jetzt hier muss... Nein, ich will nicht. Wir werden gleich ein bisschen was mehr zu sehen bekommen, gehe ich mal von aus. Dass die nicht mit... Shut up, you whore! Alter, wie widerlich will man sein? Nur so Blutkosten oder was? Benta passt zur Beschreibung. Er ist ein Mörder, der vierte Reiter. Er hat seinen Raum mit einer Leiche verlassen. Wo geht er? Wo ist die Blutspur? Hier ist jede Menge Geld. Ich würde das Geld gerne mitnehmen. Eine Bibel. Sie ist schwarz, aber nicht schwarz genug. Zwei Bibeln verbrannt. Gibt's hier keine Blutspur? Wo geht der hin? Ich höre Schritte, aber ich sehe ihn nicht. Da. Wo? Zum Friedhof geht er. Die Frau hat wahrscheinlich zwar auch Dreck am Stecken, weil die so eine Menge Geld von irgendwoher hat. Aber ausgerechnet von so einem Widerling abgestochen zu werden... Beim Duschen auch noch. Die tut mir echt leid. Warum muss ausgerechnet der vierte Reiter sein? Ich will das nicht.
Was hat er da jetzt vor? Er ist jetzt beim Friedhof. Ich sollte mir den Tatort ansehen. Er könnte zurückkehren, um sauber zu machen. Also ich werde dafür, ihn verhaften zu lassen und dann nochmal umzulegen, aber... Oh. Mother? Nein, dein schlimmster Albtraum. Mein Geist zu deinem Geist. Mother? Is that you, Mother? Are you all right, Mother? Why, Mother? Das waren bei ihm viel zu wenige Stiche, die er bekommen hat für das, was er getan hat. Oh nein, warum muss wirklich er der vierte Reiter sein? All these years, and this guy was killing people in my town. I've been thinking, after all this is done, maybe it's time for me to retire. It's starting to be obvious that I'm not very good at what I do anymore. So we got the four horsemen now. What's next? Die vier Reiter, ja? Ah, yes. People with white robes having naked games. Was? Bitte was? So here we go. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God. And for the testimony which they held, they called out in a loud voice, "How long, Sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" You have a car, right? Yeah, I have my truck. I'll gather everyone I can find and drive them to the church. That'll hold, right? Yeah, that thing's been there for 100 years. Ain't no storm gonna pull it down tonight either.
brennende Liebe von Christus. This must be part of the sixth seal. Listen to this. I watched as the land broke the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun became as dark as black cloth, and the moon became as red as blood. It's happening, isn't it? Yeah, it's definitely happening. So we need to do one more thing then. We need to spill a lot of blood. It says that the moon turns red with blood. That's where everyone will be in a storm like this. We better get there ourselves. The church is a perfect place for you to do this. You managed to turn this place into a sacrilegious mountain before. Should be no problem. Once you get in, I'll bar the door from the outside. That way no one will be able to get out. You can go crazy in there. Just paint the moon as red as you possibly can. Okay, die Kirche ist verbarrikadiert. All this murder! Are you really sure this is what you want to do? I've told you before. It's not gonna bring your son back. What's going to happen here is, Lucifer is gonna come up and bring forth the rapture. Lucius is not your son, Jack. It's the devil's son. You're gonna be cast aside when he comes here. And you will have to spend eternity in purgatory, while your son and wife stay up there in heaven. I know the boy kind of reminds you of your son. But the only way for you to spend time with your real son is to fight back against this madness. You haven't done anything that terrible yet. God will forgive your sins if you let him. You just have to accept Jesus Christ as your savior and prove that you are worthy. You're like a father to that kid. He will listen to you. The devil's side of him will not be able to resist the temptation. That's your key. Together you can take down the Prince of Darkness. Noch eine Cutscene, die ich will mal spielen jetzt. We know what you are, son. You didn't think I'd let you kill everyone without fighting back. Was? The boy here is no ordinary boy, ladies and gentlemen. The boy is the son of the devil. He may not look like much, but believe me, he is all evil. Together with Jack, they've been quietly killing people and performing some sort of ritual at their backyard. I saw it all. At least 7 bodies, all desecrated with evil markings made to look like the 4 horsemen and the martyrs of God. He killed his own family and everyone who worked for them. This boy is not human. He is a demon and must be killed. Die! You demon saved! What the hell? What the hell? Warum macht er jetzt diese Rolle? He can't get his soul. Let's grab it. Was? We know what you are, son. You didn't think I'd let you kill everyone without fighting back. He can't get his soul. Let's grab it!
War's das? Da ist noch einer. Ich sehe dich. Und jetzt? Ich glaube, es ist Zeit loszulegen. Womit loslegen? Was muss ich machen? Die sind jetzt alle tot hier, aber Charaktere? Hä? Hier ist nur 29%. Was muss ich machen? Ihn kann ich ja komischerweise nicht anvisieren. Und ich sehe hier gerade gar nichts. Warte, ist hier nicht noch eine Tür gewesen irgendwie? Oder hier? Irgendwo? Da. Was muss ich machen? Wir sind alle in der Kirche. Ich könnte mir keinen besseren Ort wünschen. Ja, ich würde gern wissen, was ich jetzt machen soll. Ich kann gerade gar nichts machen. Null, nada. Kann ich einfach gehen? Auch nicht. Und den anderen, die Asche ist auch nicht mehr da. Da ist eine Bibel, die kann ich nicht verbrennen. Ich habe hier jetzt auch die brennende Liebe von Christus. Ja, das bringt mir jetzt nichts weiter, diese Info. Ich glaube, es ist Zeit loszulegen. Ich komme hier nicht weiter. Ich kann nichts machen mit ihm jetzt. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und eine kurze Pause. Ich schaue mal, woran das liegt. Ich wäre gleich dann wieder da. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu laden. Das Level, weil ich habe nichts gefunden. Warum das irgendwie nicht weitergeht. Es hätte hier ab dem Punkt weitergehen sollen. Deswegen, ich lade das nochmal neu, den Kapitel. Und mal gucken. Bitte jetzt nicht abschmieren. Spiel bitte nicht abschmieren. Es lädt jetzt sehr lange.
Schwarzbild. So, dann überspringe ich jetzt nochmal. Und ich muss die jetzt alle verbrennen. He can't get us all. Let's grab it! Vorhin hat es nicht funktioniert. The seal melted off, so I think we're done here. Where is everyone? Something is definitely happening out there. I think the portal might be forming already. Do we really want your father to rule this place? Is that really what we're looking for? Making you do tests and killing his other children? I mean, what kind of a father is that? And what happens to me when he gets here, huh? I'm a sinner, and as far as I know, we both might end up as his prisoners. Don't you want to make your own rules? Don't you want to stop these tests and games and rule the place however you like? Maybe even want to have a kind heart somewhere. You've done everything he's asked, and you've got no rewards whatsoever. Without you, he wouldn't be able to do anything by himself. I say we go and find the dagger. Even if you feel like this is not what you want to do, it's still better to have the option to act in case something goes wrong. I think we've had enough ideas from Mr. McGuffin here. Don't you agree, boy? You know, it was me who got him to take that road that night. I bet you didn't know there was a back door to my kingdom. True. We are now opening something that will allow my full dominion to ravage the earth. But in the meantime, my trusty old root still does the job quite well. Such a shame, really. You've done so well for so long. And just when I was about to take you with me to rule the whole place, I find you here, conniving against me. Hey, ich hab gar nichts gemacht. You leave me no choice but to punish you. I'm grounding you for a week. That week is over. So shall be the rapture. Sadly, I don't know what will happen to you while the whole place burns down with the mortal souls of the sinners. And frankly, I'm so hurt that I might not even care. Die Strafe vom Teufel, eine Woche Hausarrest. Früher oder später trifft es sie alle.
Okay, das alte Dante-Anwesen. November 1974, 23:16 Uhr. Und lass mich raten, wir sind gerade in unserem alten Zimmer. So, ich sollte versuchen, hier rauszukommen, ohne mich zu verletzen. Kennen wir alles noch. Warte mal. Oh, das waren auch schöne Zeiten im ersten Teil. Jetzt? Nein? Okay, ich bin wieder in meinem Zimmer. Ist auch nicht. Wo war die alte Treppe? Mist. Okay, ich hatte gehofft gehabt, wir könnten da uns irgendwie festklammern oder so. Ich muss auf einen anderen Bildschirm gehen. Mist! Ich sehe aber gar nicht, wo wir lang müssen. Da vielleicht? Auch nicht. Ich meine, wir müssen da irgendwie rüber. Oh. Ja, okay. Da nicht. Hier ist die Treppe, okay. Ich muss wirklich auf den anderen Bildschirm eben schauen, weil auf dem hier sehe ich gar nichts, erkenne ich gar nichts. Sorry about your friend, Mr. MacGuffin. He had a nice soul. I liked him. Shame on Lucifer for doing this to you. Now he's out there and trying to fulfill the prophecy by himself. And you're here all alone with the rest of mankind. Left to die. Luckily, you can still change things around. Right down there.
Just pick that up and stab Lucifer with it. Then you'll stay as the ruler. And you can do whatever you like. No more rules, no more quests. Like what Mr. MacGuffin said, you know that pet cemetery near your house? There's a mausoleum at the center of it. That's where the back door is. It's been said that only the wicked can use these back doors, and the blood inside your veins should hold the key. Do the right thing, Lucius. Don't let Lucifer get away with it. Jetzt wünsche ich, hätte noch meinen alten Outfit. Okay, wo hat er aufgemacht? Da. Ist Fabius noch da unten? Warte mal. Gabriel will, dass ich den Dolch des Schicksals aus dem Anwesen berge. Vielleicht sollte ich das. Aber nur vielleicht. Also das alte Weinkeller. Herrlich, das hier nochmal ein bisschen bessere Grafik wieder zu sehen. Leiche von Wayne Preston. Herrlich. Leiche von Fabius Wagner, Großvater. This is where it all happens, Lucius. This is the heart of Dante Manor. The master said he'll take his due from my bloodline. I'm sure you are what he meant. So, da haben wir den Dolch. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, noch ein kleines Teufelchen. Gab es in Lucius 1 auch diese Teufelchen? Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Okay, der Dolch des Schicksals. Ich habe ihn hier im Körper meines Großvaters zurückgelassen. Jetzt erfahre ich, dass er magische Eigenschaften besitzt. Angeblich ist er die einzige Waffe, die den Teufel verletzen kann. Außerdem kann er einen Pfad zwischen Hölle und Erde eröffnen. Irgendwo auf dem Friedhof ist ein verstecktes Tor zur Hölle. Ich finde es jetzt schade, dass wir nicht die anderen Sachen hier auch noch erledigt haben. Weil ich nicht wusste, wie. Hätte ich mir vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen dafür. Achso, ich laufe gegen eine Wand. So, Friedhof, wo war denn das? Okay, am Mason Motel vorbei. Was ist das da? Ah, jetzt fällt mir erst auf, jetzt kommt auch der Regen hier richtig zum Vorschein. Als es vorhin irgendwann mal geregnet hatte, beziehungsweise gewittert hatte und Regengeräusche kamen, war kein Regen da. Richtig geil.
Ich wollte jetzt irgendwas sagen, Mann. Die Musik muss mich jetzt unbedingt ablenken. Ja, immer noch hier. Ich dachte, er hätte ihn schon längst begraben. Oh. Ich glaube, das könnte der Weg zur Hölle sein. Missing translation. This mausoleum has to be it somehow. I can see a cut there. Was? Achso, da. Mit dem Dolch ein Blutopfer. Das war jetzt cool mit den Statuen. Okay, so kommen wir jetzt rein. Hebel ziehen. Ein seltsames mechanisches Gerät. Es hat einen Hebel und einen Münzschlitz. Wir brauchen die Münzen. Eine Münze fehlt uns ja noch. Das heißt jetzt eben kurz zum ehemaligen Freizeitpark gehen, die letzte Münze holen und dann da rein. Seine Nachricht habe ich jetzt nicht gelesen. Mist! Ich habe einen Teil des Latein. Ja. Achso, die haben wir jetzt zwei. Ja, gut. Ah, ich kann. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht wieder auf Tab drücke. Wenn Tab, dann passiert das. Darf ich wieder Raben benutzen. Oh, warte mal. Kann ich mich hier eben wieder umziehen? Damit ich die coole Klamotte wieder habe. So, sind wir wieder so unterwegs.
Ich glaube, das passt am besten zu Lucius. So, auf zum Friedhof. Ja. Kennen wir nichts Neues. Da waren wir aber auch noch nicht drin. In dem Dings. Können wir denn da schon rein? Nicht betreten. Ich würde da gerne rein. Ich würde gern die tote Mutter sehen. Aber die Mutter tut mir leid. Klar, sie wird davon jetzt nichts mehr mitkriegen. Dass ihr Leichnam da einfach so rumsitzt, anstatt ordentlich beerdigt wird. Und dass ihr Sohn dann irgendwie ihren Bewusstsein an sich genommen hat oder so. Und dann so eine Störung quasi bekommen hat. Okay, ab in den Keller. Muss jetzt aber hoffentlich nicht nochmal ein Blutopfer machen, oder? Muss jetzt ernsthaft nochmal ein Blutopfer machen. Ja, was ist besser als ein Blutopfer? Zwei Blutopfer. Nur um sicher zu gehen. Doppelt hält besser. Einmal Hebel ziehen. So, ich wähle schon mal eine Münze. Die Münze des zweiten Reiters einwerfen. Des dritten Reiters. Des ersten Reiters. Und des vierten Reiters. Okay, es lädt. Schwarzbild. Welcome to hell.
Gabriel directed me towards the dagger. So, wir machen jetzt eine kleine Rundtour von meinem Zuhause. Okay, wie weit runter geht's noch? Okay, jetzt machen wir die Roomtour zu meinem Zuhause hier. So, das ist ja erstmal die Einfahrt. So, ist nichts Besonderes, ganz bescheiden hier. Ganz bescheidene Säulen. Mit ganz bescheidenen Käfigen und so. Hier, das sind die Käfige für meine Moderatoren. Da kommen die immer hin, wenn die ihre Arbeit nicht machen. So, dann hier, ich finde, jeder sollte auch eine Brücke von der Einfahrt zum Haus haben. Okay, welcher meiner Mods ist geflohen? Wer ist hier rausgekommen? Ausgebrochen? Wen hat die da nochmal drinnen gehabt? War das Freddy? Oder war es doch Hehl? Die da abgehauen sind. Da muss ich nachforschen. Nein, nein, nein! Okay, Freddy, willkommen zurück. Kannst du mir sagen, warum einer meiner Mod-Käfige da hinten offen ist? Wir machen ja gerade eine Roomtour und ich weiß jetzt nicht, wer von meinen Mods abgehauen ist. Da du ja hier bist, gehe ich mal von aus, dass du nicht abgehauen bist. Da kann es nur Hehl oder Luffy sein oder Kairo. Wir müssen wieder Peitschenhiebe her. Aber ja, wir machen unsere Roomtour weiter. Wer von meinen Mods da abgehauen ist, das klären wir später. Ansonsten 10.000 Peitschenhiebe pro für alle. Dann wird da keine Rücksicht genommen. So. Wenn einer Mist baut, dann seid ihr alle dran. Wie war dein Sport? So, hier ist der Empfangsbereich. Hier werden meine Gäste empfangen, so in den meisten Fällen so. Und dann wird da auch entschieden, so in welche Zelle die dann verschleppt werden. Und welches Blutopfer dann am besten für die Gäste geeignet wäre.
ob Enthauptung, Reutung, so kastrieren. Was da zur Persönlichkeit am besten passt, wird dann geschaut. So, und dann wird man von da aus in die Zimmer weitergeleitet. Ich zeige euch auch erstmal meine Kühlkammer. Die ist mir ganz wichtig. So ganz besonders. Hier werden die Lebensmittel kühl aufbewahrt und so. Und auch die Gäste, die nicht gerade lebendig verbleiben. Ah, jetzt ruckelt's extrem. Jetzt fängt es an zu ruckeln. Die Animationen sind wahrscheinlich zu heftig, ne? Ja, ab dem Moment, wo ich hier bin, der Videoencoder hier ist auf Anschlag. Und die Frames gehen verloren. Auch schon mal gut. Werde ich von den Dingern kaputt gehauen? Yo, die Frames! Beruhig dich! Alter, 185 Frames gerade verloren. Sorry dafür. Geht noch weiter runter. Tut mir wirklich leid dafür. Hier gibt es ein Teufelchen. Was ist jetzt die Aufgabe? Hier ist ein Thron. Und auch für YouTube sage ich jetzt nochmal, so, da bin ich wieder. OBS ist mir jetzt abgeschmiert, weil das Spiel war ein bisschen jetzt zu heftig gerade. So, warte mal. Ich hoffe, das macht jetzt keine Probleme. Ich hoffe, ihr habt das noch sehen können. Das war gerade ein bisschen zu heftig. Hier, das ist Lucifer, mein Vater. Er öffnet die Tore der Hölle, sollte ich ihn aufhalten. Und dann bin ich hier hingegangen. Echt, jetzt das mit den Frames, das fuckt mich gerade ein bisschen ab, so dass es ab hier anfängt, mit den Frames das abzuschmieren. Was, wenn ich da gehe? Jetzt beruhigt es sich langsam. Es tut mir wirklich leid dafür, dass es gerade abgeschmiert ist, aber... So, wir haben den Dolch. Was muss ich jetzt machen? Muss ich ihn jetzt aufhalten? Spiel, beruhig dich. Warte mal.
So ist das auch noch diese Auflösung. Ich mach mal auf Mittel. Vielleicht ist dann besser. Auch nicht. Boah, es tut mir gerade echt leid. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich muss ihn jetzt wirklich abbrechen. Man kann ihn mir einfach auf den Thron setzen. Spiel, beruhig dich bitte. Das geht mir gerade richtig auf den Sack. Mit den Frames. Es tut mir gerade wirklich leid. Warum ist das gerade zu viel für ihn nieder. Ich glaube, wir haben nur diese Wahl. Kann das sein? Lucius! So, it has come to this. Breaks my heart. Such a shame. You were one of my most promising prospects. But eventually, they all turn on me. They all want the throne in the end. It all ends up the same. They end up destroyed when they raise their hand against me. And so shall end the story of Lucius too. What a waste. Goodbye, Lucius. It's been a pleasure knowing you. Gabriel! But how? There we go. I followed you down just in case. And a good thing I did. The Prince of Darkness, bringer of all evil, King of Babylon, has perished. Let's go. Together we'll enter the pearly gates. Alter, das mit den Frames, das geht mir gerade richtig auf den Piss. Dass da jetzt so viel verloren gegangen ist. Wir sind jetzt schon bei dieser einen Cutscene waren wir jetzt bei über 1000 Frames, die weggegangen sind. Habe ich noch den Dolch? Nein. Kann ich den Dolch nehmen? Ja. Ihn kann ich auch abstechen. Ich hoffe, dass mit dem Frame berühmt sich jetzt während der Credits. Ja, aber das war gerade echt zu viel mit den Frames. Gerade jetzt zum Ende geht das irgendwie kaputt. Finde ich das richtig schade. Ich hoffe, es beruhigt sich, aber es geht immer noch weiter nach oben mit den Frames. Es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe nur, die Aufnahme für YouTube ist nicht zu sehr ruiniert. Vor allem, es hatte ja die ganze Zeit über eigentlich gepasst mit den Einstellungen vom Audio. Nur jetzt nicht mehr.
Aber jetzt schon zu Ende? Ich hatte gedacht gehabt, wir würden das noch ein bisschen länger machen. Ja, aber gut, okay, das waren jetzt 6 Minuten oder so. 7 Minuten. Die jetzt quasi durchs Einfrieren von OBS verloren gegangen sind. Naja, aber okay, dann haben wir Lucius 3 auch durch. Es ist 21 Uhr. Und auf YouTube sage ich auf jeden Fall, also für YouTube, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. They call